Herzlich willkommen bei BFC TV. Herzlich willkommen, Joey Breitfeld. Hallo. 100 Spiele im Trikot des BFC Dynamo. Lang ist es her. Corona-bedingt durften wir dich bis dahin nicht auszeichnen. Mittlerweile sind es, wenn wir richtig es in Erinnerung haben, 139 Pflichtspiele im Trikot des BFC Dynamo. Wie und vor allen Dingen, wie hast du diese erlebt, die Spiele? Und was bedeuten dir diese 139 Spiele im Trikot des BFC Dynamo? Ja, also wie habe ich es erlebt? Manchmal nicht so erfolgreich, manchmal erfolgreich. Die Saison eher erfolgreich. Und ja, ist mir eine Ehre, bei BFC hier so viele Spiele gemacht zu haben für den Herrenbereich. Und ja. In dieser Saison glänzt du durch Vorlagen. Als Torschütze hast du ab und an dich davor geziert, ich sag mal, den Abschluss zu suchen, hast du lieber den Ball quergelegt und deinen Mitspieler bedient, damit der jubelt. Gibt es da irgendein Ritual für die Spieler, dass du sagst halt, der trifft, muss einen ausgeben? Nee, ach Quatsch, ich kann einfach selber keine Tore schießen, da lege ich lieber vor. Wenn du sie aber erzielst, wirst du dann besonders gefeiert von der Mannschaft? Ach Quatsch, nee, überhaupt nicht. Also wird eher ein Spaß draus gemacht, dass ich nochmal ein Tor schieße. Du hast jetzt den Berliner Pokalsieg geholt und auch die Regionalligameisterschaft hier in der Regionalliga Nordost. Wie erlebt man solche Momente als Spieler? Sehr schön, dass man für seinen Aufwand, den man betreibt, natürlich hier auch jeden Tag, dass man dafür sich dann selber belohnt mit dreimal Pokalsieg und einmal jetzt halt die Meisterschaft. Du hast ja selbst im Nachwuchsbereich das BFC, das Fußballspielen gelernt und bist ja dann irgendwann mal auf den Notizzettel der Scouts aufgetaucht und nach Ingolstadt gewechselt. Wie hast du für dich persönlich diese Zeit in Bayern erlebt? Ja, war ja lange verletzt dort, war trotzdem sonst eine schöne Zeit. Wenn du jetzt gleich den Pokal bekommst, was bedeutet dir so eine Auszeichnung? Sehr schön, eine Auszeichnung zu bekommen, also bedeutet mir schon ein bisschen was, ja. Hast du noch Platz in deiner Vitrine zu Hause dafür? Da habe ich noch ganz viel Platz. Da müssen noch einige dazukommen, denke ich mal, damit da mal die Vitrine voll ist. Ja, also es gibt ja da die Möglichkeiten, tatsächlich halt durch Pokalsiege, durch Meisterschaften, durch Einsätze, durch Tore. Vielleicht brauchen wir auch irgendwann einen Pokal für die meisten Vorlagen. Ja, Joey, für dich jetzt der Pokal vom Ringo, vom Sonderzug Pankow für 100 Pflichtspiele im Trikot des BFC Dynamo. Ja, Joey, vielen Dank im Namen des Sonderzug Pankow für 100 Pflichtspiele. Dankeschön, Ringo. Und beim nächsten sehen wir uns wieder. Viel Erfolg für die Vorbereitung. Ich danke dir. Ja, dann lassen wir Joey jetzt wieder zurück auf den Trainingsplatz und bis dahin zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.